Weil das Spiel erste Sieg in der NOCB, wie fühlst du das an? Also es ist unglaublich, es ist cool und sicher auch cool, dass wir das hier vor dem Heimpublikum erreichen können. Was war das Erfolgsrezept heute? Zwei Sätze, der ja fast durchmarschiert, nachher im dritten Satz unnötigerweise ein Spannung macht und einen vierten macht. Weil der nicht in drei Sätzen gewinnen? Ist das so ein bisschen VBC Fisch? Also ich glaube, wir sind alle mal ein bisschen nervös geworden, weil wir gemerkt haben, oh ja, wir können gewinnen. Und vielleicht war es schon ein bisschen nicht sicher, wie wir gewinnen. Und das hat vielleicht gerade der dritte Satz gekostet, ja. Was ist aufgefallen? Servicefehler. Habe ich 4 oder 5 gezählt, also brauchte ich nichts im Gegensatz zum ersten Match. Hat er das speziell angeschaut zwischendrin? Also wir haben gewusst, dass wir mit weniger Servicefehler müssen machen. Und im Training servieren wir immer super und jetzt mal haben wir es auch im Match umsetzen und weniger Fehler machen. Wie habt ihr das Gefühl, geht es jetzt weiter? Seid ihr auch jetzt in der NOCB? Weil es ja wirklich eigentlich ein gutes Spiel gewesen, bis auf den dritten Satz. Also ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Sieg für uns und wir sind sicher auch und wir sind da und wir wollen euch noch mehr Siege einfahren. Ist ein spezieller Zuschauer auch hier gesehen, ehemalig Trainer, der eigentlich alles so ein bisschen lasiert hat hier im VBC Fisch. Ja, was ist das für ein Gefühl gewesen am Match? Also schon wenn er vor dem Match kam, war es sehr emotional. Wir haben ihn jetzt 3 Jahre nicht mehr gesehen und er hat so viel Zeit mit uns verbracht und uns so viel gelernt. Und es ist ganz schön, dass er mit uns im ersten NOCB-Sieg hier ist. Es wurde noch zur Stimmung, sind viele Zuschauer da gewesen. Es war auch sehr laut, oder? Ja, aber vom Feld hört man das nicht so, habe ich das Gefühl, wenn man im Spiel drin ist. Aber es pusht sicher auch nochmal, dass man vor so vielen Leuten spielen darf.